Igor Levit. Ein großartiger Künstler mit starkem, mutigem Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus, gegen Xenophobie in jeder Weise, aber auch für, nicht nur gegen, sondern auch ein mutig sich engagierender und wunderbar sich engagierender für den Zusammenhalt und die Ermutigung der Menschen. Zuletzt in seiner großen Serie von Hauskonzerten in der Pandemie. Und ich darf mir vielleicht erlauben zu sagen, Sie sind sicher nicht everybody's darling, Igor, aber Sie sind all age, weil die Jungen begeistern sich für Sie. Sie haben für Fridays for Future gespielt, aber auch, sagen wir mal, das reifere Festivalpublikum, also so meine Altersklasse, liebt Sie und hat Ihnen zuletzt erst wieder in Salzburg Standing Ovations gebracht für Ihr tolles Programm, was Sie gespielt haben. Und dass Sie mit dem Schneid, der Ihnen eigen ist, eingesprungen sind, als Mata Agerich nicht spielen konnte. Toll. Igor Levit spielt und redet und schreibt an. Gegen Diskriminierung, gegen Antiziganismus und Frauenfeindlichkeit, gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Nicht etwa, weil er selbst in Russland geboren oder eingewandert oder Jude ist, jedenfalls nicht nur, sondern weil er sich unter größter Kraftanstrengung jeder Gewöhnung an Unrecht und Leid vehement verweigert. Und dieses Engagement ist unermüdlich. Ist es das wirklich? Im Gegenteil. Igor Levit verbirgt nicht seine Erschöpfung und sein Verzagen. Er versteckt auch nicht seine Angst. Angst um sich, wenn er in Wiesbaden ein Konzert spielt, in dessen Vorfeld konkrete Morddrohungen ergehen. Angst um andere, die an diesem Tag im Publikum sitzen. Angst um, Zitat, dieses Land, mein Land, unser Land, Zitat. Stattdessen zweifelt er öffentlich und offenkundig an sich, seinem Wirken, an uns allen. Bloß verzweifeln, das tut er nicht. Und schenkt damit vielen, vielen Menschen, was sie am dringendsten brauchen, Mut. Auch mir. Lieber Igor, meinen und unser aller herzlichen Glückwunsch zum diesjährigen IFA-Preis in voller Anerkennung des bisherigen und in verdammt gespannter Erwartung dessen, was da noch kommen mag. Und da wird noch was kommen, ich bin sicher. Vielen Dank. In Anerkennung seines über Grenzen wirkenden künstlerischen und gesellschaftspolitischen Engagements sowie seiner entschiedenen Haltung und seines persönlichen Muts im Widerstand gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus verleiht das Institut für Auslandsbeziehungen Igor Levit den IFA-Preis für den Dialog der Kulturen 2021. Herzlichen Glückwunsch, Igor.
Mein Traum ist es, dass wir irgendwann einmal Bill Clintons berühmten Satz etwas umparaphrasieren und sagen, it's music, stupid. Hass erfahren insbesondere jene, die sich für das kulturelle Miteinander einsetzen. Häufig sind sie auf sich alleine gestellt, geholfen wird ihnen kaum. Ob man Jüdin ist oder Jude, Muslimin oder Muslim, Deutsche oder Deutsche. Man ist genau dann das Ziel von Neonazis außerhalb und innerhalb der Parlamente, wenn man denen nicht in den Kram passt. Mehr braucht es dafür nicht. Und vergessen Sie nie, wir alle, jede und jeder, auch hier in diesem Raum, wir alle können Opfer werden. Wir müssen nur irgendetwas tun, was diesen Leuten nicht in den Kram passt. Nur mal in aller Deutlichkeit, Sie und ich. Was die Menschen von Hate Aid tun, ist genau das, sie helfen. Sie helfen Menschen, die Opfer werden von Drohungen und Gewalt im Netz. Angegriffene können sich endlich juristisch zur Wehr setzen. Auch mir hat Hate Aid enorm geholfen und tut es noch immer. Ich bin Ihnen, ich bin euch dafür unendlich dankbar und ich finde, wir sollten es alle sein. Und es war von Beginn an selbstverständlich für mich, dieses Preisgeld an Hate Aid zu spenden. Und ich rufe Sie alle dazu auf, diese Organisation zu unterstützen. Wir sehen, dass Menschen sehr gezielt, ganz bestimmte Menschen im Internet angegriffen werden. Und zwar Menschen, die jüdischen Glaubens sind, die muslimischen Glaubens sind, die sich gegen Rassismus, gegen Antisemitismus einsetzen, die sich für Gleichberechtigung einsetzen. Und die werden so lange traktiert, so lange angegangen und so oft, dass die irgendwann müde werden. Das sind so wie viele kleine Nadelstiche und irgendwann können die nicht mehr. Und das sollen die auch, weil das genau das Ziel ist, dass die verstummen, dass die sich nicht mehr für unsere offene und demokratische Gesellschaft, für diese Werte einsetzen, dass die irgendwann ganz still werden. Wir helfen denen natürlich, wir unterstützen die, wo wir können, mit emotional stabilisierender Erstberatung, mit Sicherheitsberatung, mit Kommunikationsberatung, aber auch vor allem bei der Rechtsdurchsetzung, weil wir finden, dass die Täterinnen zur Verantwortung gezogen werden müssen. Und genauso wie Igor das gerade gesagt hat, dass keiner das einfach so machen darf und ungeschoren davonkommen darf.